Pixel is back! Damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft, nachdem wir im letzten Part ja so ziemlich nur Dreck abgebaut haben. Yeah! Müssen wir uns heute daran machen, die Mauer anzufangen? Haben wir ja genug Stein hier. Müssen wir bloß mal eigentlich den Stein mit dem nutzlosen Zeug, das wir jetzt im Inventar haben, austauschen. Denn wir brauchen nicht 5 Stacks Erde, um eine Mauer zu bauen. Sei, wir bauen eine Dreckmauer. Und nachdem wir die Mauer dann aufgestellt haben, kommt hier keiner mehr rein. Nur halt durch den Eingang. Und Leute, die klettern können auch. Aber das gibt's in Minecraft ja zum Glück nicht. Da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt. Weil könnten die klettern, wären wir am Arsch. Müssten wir so eine Glaskuppel in unser Hauptquartier bauen. Sonst würde das nämlich nichts helfen. Und das wäre ja schon ziemlich schade. Man, ich muss mal ein kleines bisschen sortieren. Denn so geht das ja hier nicht. So eine Unordnung im Inventar. Es ist doch sowieso fast alles Schrott. Also warum haben wir es überhaupt noch im Inventar? Kann man es eigentlich gleich wegwerfen. Brauchen wir sowieso nicht mehr. Gut. Ist fast alles. Wassereimer nehme ich mal doch lieber mit. Ich meine, wir könnten ja random anfangen zu brennen. Traue ich mir zu. Deswegen. Das wollen wir ja nicht zulassen. Muss ich bloß erstmal gucken, wie hoch ich die Mauer da mache. Ob es hier zwei. Okay, zwei Blöcke wird es definitiv nicht. Aber ob es drei Blöcke oder vier Blöcke hoch wird. Und mal gucken, ob wir auch mehr als einen Eingang machen. Weil ich wäre dafür, nur einen Eingang zu haben. Aber das habe ich ja eigentlich zu entscheiden. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht zu entscheiden, aber. Doch, das habe ich zu entscheiden. So, dann machen wir noch einen Timer an. Wir haben gerade erstmal 2 Minuten oder so. Das heißt, der Timer sagt uns noch mehr oder weniger die richtige Zeit. Und was ich ja ganz lustig fand, im letzten Part haben wir ja irgendwie eine Stunde wirklich daran gesessen, hier alles mal ein bisschen aufzuräumen. Und ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich habe es ja nicht mehr hinbekommen, das an dem Tag hochzuladen. Aber okay, es waren so gesehen 2 Parts. Eine Stunde wären 2 halbe Stunde Parts und also zählt das für mich als ein Part, der 2 Parts vertritt. Also den für heute und den für gestern. Weil das Video kommt ja erst morgen. Also für euch heute, aber für mich morgen. Das ist immer so kompliziert mit dem Aufnehmen und Hochladen. Ich würde ja auch gerne mehr Videos machen, aber leider liegt es bei mir wirklich mehr am Hochladen mittlerweile als am Aufnehmen. Denn Aufnehmen macht very much so fun, aber das Hochladen dauert halt zu lange. Ich glaube, das Video hier, das 1-Stunden-Video, hat 10 Stunden oder so gebraucht. Und das ist schon ziemlich heftig. Wenn man so gesehen die Anzahl der Minuten mal 10 rechnet, um das Hochladen so gesehen zu errechnen. Das heißt, so eine halbe Stunde dauert dann 5 Stunden. Ist auch nicht viel angenehmer. Deswegen wird es halt schwer werden, noch die anderen Projekte währenddessen beim Laufen zu halten. Wenn ich halt jeden Tag ein Part Minecraft bringen will, könnte das ziemlich schwer werden. Aber ich krieg schon hin, ich krieg schon hin. Muss ich halt versuchen, jeden Tag einen Part Minecraft und jeden zweiten noch Luigi's Mansion. Und Freitag und Montag kommt dann halt ein Part Minecraft und Super Smash Bros. U bisher noch. Denn ist ja noch nicht fertig, ne? Wir können mal die Axt nehmen, die ist eh fast Schrott. Denn der Random Monday fängt ja bald wieder an. Aber auch halt erst bald. Da, wie gesagt, Super Smash Bros. U noch nicht vorbei ist. Ich habe noch Parts, für mich ist es schon vorbei, aber für euch nicht. Und mal gucken, wie wir es dann machen. Ob ich dann jeden Freitag Super Smash Bros. U bringe und Montag halt den Random Monday. Auf jeden Fall heißt es nicht, dass Super Smash Bros. U dann für immer aufhört. So, und wir werden mal hier irgendwie einen Eingang lassen. Den können wir ja nachher noch ein bisschen vergrößern. Und den Boden sollten wir mit Holz auslegen. Aber das können wir ja später noch machen. Müssen wir bloß hier wieder den ganzen Kreis abbauen. Das ist das einzige Anstrengende. Und da ich jetzt keine Lust habe, Eisen zu holen, was es alles viel schneller machen würde, wir holen Eisen, oder? Ist intelligenter. Dann machen wir die Schaufel noch schnell Schrott. Dann holen wir uns ein Eisen. Oder wir machen uns eine Goldschaufel, die ungefähr für 10 Blöcke reicht oder so. Das ist doch eine gute Idee. Ich meine, die hält so lange wie Holz und Holz hält nicht lange. Das kann ich euch sagen. Und was ich eigentlich sagen wollte, was ich ziemlich lustig finde, wie ich in dem Part eigentlich mehrmals gesagt habe, dass ich nicht weiß, worüber ich reden soll, es aber irgendwie trotzdem hinbekomme, eine Stunde lang über irgendwas zu reden. Und da frage ich mich dann mehr so,
Was sage ich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas muss ich ja sagen, ne? Zwar denn nicht so interessante Sachen, die schweifen ja so mehr ins Dämliche ab, aber irgendwas muss ich ja sagen. So, wir nehmen einfach das komplette Eisen mit. Ist mir egal. Und ich frage mich auch, warum wir jetzt so viele Kühe haben, weil so gesehen haben wir so viele Kühe getötet, dass wir nie wieder Leder brauchen werden. Aber Hauptsache, wir haben halt die Population oben gelassen, damit die Kühe nicht irgendwann sterben, das wäre traurig. Gut, Eisen brauchen wir sowieso noch viel. Denn ihr wisst ja, wir brauchen ja auch viele Eisengitter. Sonst sieht es ja nicht mehr so hochsicherheitstraktig aus. Und nein, das ist kein Wort. Glaube ich. Kann auch sein, dass es hochsicherheitstraktig gibt. Ich bezweifle es zwar, aber man weiß nie, ne? Am besten legen wir das nicht mit Holz aus, sondern das ist dann einfach so eine Lavagrube. Jeder, der denn hier durch die Mauer will, kommt nicht durch, weil hier ist eine Lavagrube. Machen wir noch ein paar Blöcke tief, damit man sie nicht zubauen kann. Ich meine, es ist ja auch unmöglich, von dem Block bis zu dem Block da was ranzusetzen. Ne, geht nicht. In der Situation denkt ihr da einfach nicht dran. Ich meine, wenn ihr von einem fließenden Lavafluss steht, denkt ihr ja auch nicht daran, ach, könnte ich eine Brücke aus fetten Steinblöcken bauen. Das ist einfach nicht so, ne? Es sei denn, ihr könnt einen klaren Kopf behalten, egal was ihr gerade macht. Dann könnt ihr durchaus nachdenken. Oder ihr wisst es jetzt auch, da ich es euch sage, dass man eine Brücke bauen kann. Aber vielleicht. Vielleicht greifen mich ja irgendwelche Zombies an oder so. Die wissen das bestimmt nicht. Allein da die nichts bauen können, aber egal. Wäre auch schlimm. Es wäre schrecklich, wenn Zombies Sachen bauen könnten. Dann hätte man hier überall irgendwie so Holzblöcke oder Dreckblöcke zu stehen, weil großartig viel können die auch nicht abbauen. Wäre ja furchtbar. Hätte man einfach überall Drecksäulen und Holzsäulen zu stehen, die keinen Sinn machen. Die machen einfach null Sinn. Aber man selber muss dann damit sich abfinden, dass die überall sind. Haben wir noch irgendwo pures Holz? Nein. Wie viele Stacks Holz wir einfach haben? Was ist da falsch? Hey, Kiste, in dich kommt mal kurz ein bisschen Stein, damit wir 4 Stacks Holz machen können. Obwohl, dann hätte man nur 3 Stacks weglegen müssen. Gut, hier können. Hier kann bitteschön der Stein wieder rein. Oder nee. Ich habe gerade Holz reingelegt, oder? Eisen. War klar. Ich weiß schon nicht mehr, was ich mache. Ich bin schon gar nicht mehr dabei. Schon gar nicht mehr bei mir. Los, bau schneller. Bop, bop, bop. Bloß, man könnte es mit dem Hochladen vielleicht noch so machen, dass man für ein paar Tage kein Video bringt und dafür so im Voraus hochlädt. Und falls es immer nicht mit dem Hochladen klappt, dass man so gesehen trotzdem Videos hat. Und es so gesehen gar nicht auffällt, wenn man Sachen hochlädt. Da die ja dann eh nicht sofort freigeschaltet werden. Wenn so gesehen im Voraus doch dafür müssen halt ein paar Vi Tage keine Videos kommen. Obwohl ich ja selber sogar Videos mache, wäre ja total verwirrend. Okay, ich glaube, das reicht nicht mal. Aber wir werden sehen, wir haben ja noch 2 Stacks übrig. Und das war, glaube ich, schon die Hälfte. Also dürfte es doch reichen. Ich frage mich bloß, was wir mit der ganzen Erde anstellen wollen. Das ist die einzige gute Frage. Wir brauchen so viel Erde nicht. Wir müssen ja schon fast irgendwas Gigantisches aus Erde bauen, damit wir die ganze Erde wegbekommen. Oder wir verbrennen die, was weiß ich. Aber so sind es so gesehen nur Kistenwarmhalter. Obwohl ich glaube, nicht mal das kann Erde. Nicht mal Kisten kann Erde warm halten. Also wozu brauchen wir Erde? Okay, erstmal schnell schlafen gehen. Sonst kommen hier gleich wieder die. Obwohl, nicht schlafen gehen. Wir brauchen ja noch ein paar XP. Und dann können wir gleich die Feinde, die hier antanzen, wegklatschen. Auch wenn die niemals mehr über meine riesige Mauer kommen. Die ist zu gigantisch und zu majestätisch, um da jemals wieder rüber zu kommen. Ist zwar erst 2 Blöcke groß, aber naja. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? Gucken, aber wir könnten bestimmt ein paar Fenster da rein basteln. Halt jeweils auch mit Gittern ausgestattet. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Stein doch reicht. Denn wir haben so ungefähr ein ganzes Inventar voll. Mittlerweile nur noch so ein 90% volles Inventar mit Steinziegeln. Aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass das doch letztendlich reicht. Aber wir werden ja sehen. Vielleicht kommen ja auch auf einmal Steinfresser. Das ist so ein Bakterium, was nur. Oh!
Okay, stimmt, ich habe vergessen, es gibt Mobs, die klettern können. Hab ich mich gerade erschreckt. Das springt mir einfach so eine Spinne assassinmäßig in die ins Gesicht rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Verdammt, dann kommen ja wirklich Mobs über meine Mauer. Daran hätte ich denken sollen. Oh mein Gott. Das würde den ganzen Plan zerstören. Ey, wie bist du hier reingekommen? Du kannst nicht klettern. Ist bestimmt ein Hacker. Geh mal weg, Hacker. Und wenn ich dann 30 XP habe, versuche ich noch ein letztes Mal. Wirklich ein allerletztes Mal, eine Spitzhacke zu verzaubern. Vielleicht kriegen wir dann endlich Glück. Ich habe mich gerade entschlossen, das nur drei Blöcke hoch zu machen, da wir als letzte Schicht. Mann, ihr trefft mich trotzdem alle. Sogar der Tommy hat mich getroffen. Und die Mauer ist sowieso sinnlos, wenn hier drum alles hoch ist. Machen wir so doch vier Blöcke hoch. Irgendwo ist ein Enderman. Es ist ein ganzer Enderman-Verein. Okay, es sind drei, aber für mich ist es ein Verein. Es ist Massenschlägerei. Ich gegen alle. Okay. Wo ist er? Da hinten. Solange ihr mir meine Mauer nicht wieder abbaut. Das ist doch ein Witz. Ich meine, es gibt so Zeiten, da droppt jeder Enderman eine Enderperle und jetzt einfach drei Endermen eine Enderperle. Okay, im Let's Play hatte ich noch nie das Glück, dass jeder Enderman eine Enderperle droppt. Doch ich hatte schon das Glück, dass es so ist. Ich kenne den Enderman und er droppt eine Enderperle. Das war denn einfach so, ne? Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass unser Schwert nicht Schrott geht. Wäre ja schade. Oh! Mann! Wir sollten es doch nicht im Dunkeln bauen. Kommen die ganzen Leute mit ihrem Sniper-Clan an. Hier ist doch noch. Ja, klar, dass ich dich nicht gesehen habe. Ich meine, jeder inkompetenteste Mob kommt hier noch rüber. Da einfach das darum viel größer ist als alles hier drin. Och Mann, dann machen wir die Mauer halt noch höher. Ist mir egal, es wird die höchste Mauer in Minecraft. Vier Blöcke reicht. Höher geht nicht. Und du, weg. Und du, zack, zack, Combo. Bevor er explodieren konnte, noch eine Combo reingedrückt. Damit hat er nicht gerechnet. Auf so einen Skiller hier zu treffen, der zwei Schläge nacheinander austeilen kann. Dachten wahrscheinlich, ich würde hier mit dem Mauspad spielen. Boah, ich hasse es, Minecraft mit einem Mauspad zu spielen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Seitdem ich eine Maus für Minecraft habe, ist es einfach alles besser, ist mein Leben besser geworden. Klingt schon wieder wie so eine komische Werbung. Ja, seitdem ich Maus eine. Mann, du solltest sterben. Aber immer diese Hecken schützen. Warum musste Mojang Skelette klüger machen? Und warum verbrennst du nicht? Bloß weil du ein Kind bist? Wollt ihr mir damit sagen, dass Kinder nicht brennen? Das klingt zu furchtbar. Das klingt viel zu furchtbar. Sagen wir so. Sie wollen mir damit sagen, dass Zombie-Babys nicht brennen. Und das sah gerade verdammt aus, hätte ich mich so nach vorne geboostet, um ihn in sein Gesicht zu hauen. Vielleicht habe ich das auch getan. Los, komm her. Tot. Warum verbrennst du nicht? Geht doch. Warum ging es davor nicht? Ihr seid doch nur da, um zu verbrennen. Mehr könnt ihr doch gar nicht. So. Am Ende sieht es sowieso total bescheuert aus und ich denke mir, hättest du sie mal doch nur drei Blöcke hoch gemacht? Dann baue ich wieder eine Schicht ab, aber wir müssen ja erstmal gucken, ne? Wie vier Blöcke denn letztendlich aussehen. Düpp, düpp, düpp. Ach ja, jetzt bin ich wiederum nicht so zuversichtlich, dass der Stein reicht. Denn momentan ist das ja nur die Mauer. Und wir müssen noch sehr viel aus Steinziegeln bauen. Sehr viel. Unter anderem den Turm. Wenn wir da nicht noch irgendein anderes Material für finden. Gut, mal gucken. Die Mauer ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Das sollte ja auch sein. Ist ja Hochsicherheit, ne? Kennt ja jeder diese Gebäude mit einer riesigen Mauer da drum. Hochsicherheit halt. Ich frage mich, ob es wirklich so eine Gebäude gibt. Es gibt bestimmt Gebäude mit irgendwelchen Mauern, aber Hochsicherheit? Man weiß ja nicht. Auf jeden Fall werden wir in der Zombie-Apokalypse bestimmt eine Zeit lang sicher. Bis Zombies herausgefunden haben, dass man mit Waffen auch. Komischerweise, dass Zombies immer Waffen bedienen können. Bis Zombies halt herausgefunden haben, wie man Spitzhacken oder Waffen bedient und da sich damit durch Stein schießt. Ich glaube nicht, dass der Stein so stabil ist, dass man da nicht mit einer Waffe durchkommt. Ist einfach so.
Edelstein. Nicht Edelstahl, Edelstein. Ist unzerstörbar. Ist rostfrei. Was anderes kann Edelstahl auch gar nicht. Außer rostfrei bleiben. Das heißt, euer Stein rostet nie. Würde er ja sonst auch machen. Aber nein, er rostet nicht. Wäre ziemlich komisch, wenn Stein rosten würde. Dann wäre die Welt ein bisschen am Arsch, aber naja. Ihr habt ja Edelstein, das ist ja das Gute. Das heißt, durch Rost werdet ihr schon mal nicht sterben. Ist die beste Tatsache in der Zombie-Apokalypse. Ist auch einfach, wenn ihr in der Zombie-Apokalypse Edelstahlpfannen habt. Verrosten tun die nicht. Selbst wenn ihr verreckt, die rosten nicht. Ihr rostet vielleicht ein bisschen, aber die Pfanne nicht. Nee, die bleibt ganz Edelstahl. So wie sie die ganze Zeit war. Gut, dann können wir hier ein schönes Tor bauen. Und ich glaube, das reicht jetzt auch. Das sollte doch reichen, oder? Dann buddeln wir, wollte ich sagen. Obwohl wir nicht buddeln, müssen wir gleich noch die Zauntore machen. Okay, keine Zauntore, aber die Eisenbarren. Eisengitter. Mir fällt das Wort einfach nicht ein. Das wird sein, ne? Aber Eisengitter war ja zum Glück richtig. Denn dann können wir hier noch einen schönen Zaun rumziehen. Sieht denn so wie ein Elektrozaun aus? Können wir hier eigentlich raufspringen? Ist das ein Nein? Okay, wir können hier sogar raufspringen. Aber gleich nicht mehr. Okay, doch. Aber die Gegner nicht mehr. Und das wird das sein, das alles verändert. Mal gucken, vielleicht müssen wir doch die ganze Sache hier nochmal ein bisschen, oder okay, die Umgebung darum nochmal ein bisschen verändern. Aber wir haben ja die Zeit. Wir haben sie ja. Dafür kommt ja jeden Tag ein halber Stundenpart. Das war der Kompromiss, ne? Ich bringe jeden Tag einen halben Stundenpart. Und dafür darf ich bauen, was ich will. Und danach baue ich sowieso nie wieder was. Aber solange ich da bauen darf, was ich will, wird dieses Gebäude fertig gemacht. Pixel-Ehrenwort. Und ja, wenn ich so ein Ehrenwort habe, ne? Was ja nicht oft passiert, muss ich auch schon mal versuchen, das zu halten. Das wäre ja sonst traurig, dann wäre es ja kein Ehrenwort. Und irgendwie kommt mir so vor, als würde es viel länger abbauen, Dreck zu bauen. Was? Es würde viel länger dauern, Dreck abzubauen, als eine Mauer hinzuklötzeln. Denn irgendwie sind wir jetzt vom Dreck abbauen her bei einer Dreiviertelstunde und die Mauer haben wir gerade in großartigen 19 Minuten oder so geschafft. Oder 18 Minuten, ich weiß nicht, wie lange der Timer versetzt ist. Aber auf jeden Fall nicht allzu lange. Oder müssen wir gleich ein bisschen Beleuchtung machen? Nicht, dass einfach mein Gang denn so eine Monsterhalle ist. Hier können überall Monster spawnen. Yeah. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Sobald hier irgendwie ein dunkler Spot ist, spawnt hier gleich die halbe Welt. So ist es doch, ne? Gut, dann holen wir unser Eisen mal aus einer Kiste, aus der Kiste. Und machen das mal komplett zu Eisenbarren. Oder zu diesen Eisengittern halt. Ihr wisst ja, was ich meine. Wir machen Eisenbarren zu Eisenbarren. Das wird's bringen. Und platzieren die mal hier oben an den Rand. Haben wir jetzt wirklich einen Enderman in meinem kleinen Gang? Ich meine, man macht kurz mal dunkel und schon ist es so eine Brutstätte für irgendwelche Monster. So sieht's aus, ne? Naja, haben wir gleich so eine kleine XP-Farm, wenn wir da nichts hinsetzen. Das soll es auch sein. Das sollte eine XP-Farm werden. Und das kostet mich doch mehr Eisen, als ich gedacht habe. Aber wir haben ja genug. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir genug haben. Ich kann es natürlich nicht wissen. Okay, ja, wir haben wirklich einen Enderman. Ich meine, es ist irgendwie für 5 Sekunden dunkel und ein Enderman sitzt bei uns. Schön. Schön für den Enderman. Ich hoffe für ihn wenigstens, dass er eine Enderperle mitgebracht hat. Ich würde die auch in Ruhe lassen, aber sie schenken mir ja keine Enderperlen. Also muss ich sie leider töten. Dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Schon eine Fangemeinde. Auch 2 Skelette. Gleich das Höhlengeräusch, weil es hier so dunkel ist. Na? Spaß daran, bei mir zu sitzen? Wollt ihr mir sagen, ich habe hier gleich eine Party drin? Wo ist er?
Er macht laute Geräusche, kommt aber anscheinend nicht wieder. Oder? Nee, ich glaube, das ist er weg. Oh, das ist aber natürlich sehr schade. Wir sollten. Wir kann immer aufhören, sich hier hinten in den Herd zu teleportieren? Danke. Brauchen wir noch ein paar Eisenerze oder Eisenbarren? Denn die Gitter reichen nicht aus. Wir brauchen mehr Gitter. Und wir sollten uns Fackeln holen. Aber wir haben eigentlich genug Kohle im Ofen gebrannt. Mit Kohle. Die beste Erfindung, weil jeder will ja Kohle mit Kohle brennen. Sö. Sö, 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 sö. Sö ist einfach viel besser als so. Denn mit Sö kann man viel mehr ausdrücken. Da, 64 Kohle. Perfekt abgemessen. Hat mich irgendwo noch mehr Kohle? Irgendwo? Nee? Nee, einfach nein, okay. Gut, dann packen wir über mal 16 Kohle rein. Pop. 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 Dürfte erstmal für die nächsten paar Stündchen in Minecraft reichen. Da ich ja momentan noch nicht so viel zum Verbrennen habe. Und da noch und hier noch. Ist überall 16 Kohle drin? Ja. Yep. Müssen wir mal kurz das Eisenerz holen, was wir schon längst hatten. Ach so, ich habe da gerade die Kohle gesehen. Die haben wir höchstwahrscheinlich aufbewahrt, falls wir hier wirklich nochmal vorhaben, das mit Glück abzubauen. Und wir haben 30 Level. Soll ich's versuchen? Ich mach's einfach mal. Hier zwei Kohle verschwenden, hier zwei Kohle verschwenden, da zwei Kohle verschwenden und da. Und nochmal, ja, nochmal zwei Kohle verschwenden. Und da. Und da. Und nein. Da verschwenden wir eine Kohle zu viel. Oh, verdammt. Das muss aufgeteilt werden. So. Hier verschwenden wir nur wenig Kohle. Dann teilen wir das hier drauf auf. Da noch zwei. Da noch zwei. Juti, was wollte ich machen? Ach ja. Spitzhacke verzaubern. Wir haben ja genug Eisen. Und wenn es diesmal nicht funktioniert, probiere ich es einfach nicht mehr. Dann kümmere ich mich erstmal um die Rüstung, bevor ich die Level für irgendwas anderes verwende. Und was wettet ihr? Behutsamkeit oder Glück? Oder gar nichts? Ich glaube, die Chance, dass ich Behutsamkeit oder Glück bekomme, ist leider viel höher. Ach nee, dass die Chance, dass ich Behutsamkeit oder gar nichts bekomme, ist viel höher als Glück. Hier mein schönes Haus. So furchtbar sieht es eigentlich gar nicht aus. Und warum kommt dann Tommy aus der Hölle? Ich will es nicht wissen. So. Jetzt. Der ultimative Test. Ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Wir haben nicht mal Effizienz bekommen. Es ist echt so, ist so weit gesunken. Jetzt bekommen wir nur noch Haltbarkeit. Echt jetzt? Das will ich nicht einsehen. Nee. Das will ich einfach nicht einsehen. Hey, komm mal rüber. Teil ein paar Klatschen aus. An alle, die sich hier in meinem Tunnel schon zugecampt haben. Ach, ein Sniper-Clan gleich. Das ist ein ganzer Bogen-Clan. Wenn du schneller schießen könntest, könntest du mich sogar töten. Aber nein. Es liegt nicht in deiner Macht. Komisch, wie im schrägen Gang nicht spawnt. Nein, ihr sprengt die Mauer definitiv nicht nochmal. Meine Mauer wird stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie die deutsche Mauer wirklich gefallen ist, aber die wird stehen bleiben. Okay, ich weiß, wie die gefallen ist, aber wäre viel epischer gewesen, wäre, hätten sie die in die Luft gesprengt oder so. Vertauberten Bogen? Nein, nur einen normalen Bogen. Geh pennen! Nein, da kommt Ahmed einfach über die Mauer gejumpt. Wie ist Ahmed überhaupt auf die Mauer gekommen? Dafür will ich eine Erklärung. Die Ahmed-Theorie. Wie kommt Ahmed auf die Mauer? Campen. Klar. Geh weg. Geh doch mal alle weg. Jetzt haben die mich angezündet. Oh, ich habe schon wieder aufgehört zu brennen, wollte gerade sagen. Dafür habe ich dem Eimer Wasser ja mitgedacht, ne? Aber nee, doch nicht. Gut, dann platzieren wir hier noch mehr. Mehr Zaun. Müssen wir hier überall ein bisschen Beleuchtung schaffen. Damit das hier wenigstens so eine Safe Zone ist. Ich meine, wir haben einfach ein riesiges Gebäude mit fetten Mauern. Sind aber nicht sicher. Perfekt. Könnt ihr mal aufhören, aus meiner Mauer rauszukommen und dann anfangen zu brennen? Danke.
Wie schon 6 Level ab? Geht das so schnell am Anfang? Scheint so. Scheint wirklich so. Gut. Essen brauchen wir erstmal noch nicht. Haben noch genug Karotten. Dann holen wir uns noch ein Stack Eisen ran. So, wo ist er? Das Stack Eisen. Da. Jetzt haben wir gleich nicht mehr so viel Eisen. Aber egal, wir haben ja genug anderes Zeug. Wie Gold. Daraus kann man ja super Werkzeuge machen, ne? Besser geht's fast gar nicht. Das sind Qualitätswerkzeuge. Qualität Scheiße nämlich. Oh. Jetzt kommen die Creeper hier. Denken, die können irgendwas. Die machen schon überall eine Party in meiner Mauer. Könnt ihr mal aufhören, in meiner Mauer da noch mehr von euch zu spawnen? Ist meine Mauer einfach zum Zombie-Hauptquartier geworden, oder wie? Ja, wie viele noch? Ich bin vorbereitet. Ich nehme es mit allen auf. So, jetzt ist Licht drin, ha? Wolltet ihr das? Ich glaube ja nicht. Hui, ist ja abenteuerlich hier. Ach verdammt, wir sollten echt schleunigst schnell irgendwas machen, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Wie zum Beispiel Fackeln mitnehmen oder so. Aber nein. Wer kommt denn auf die Idee? Ich nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde ich nicht auf die Idee kommen. Yay, dann nochmal zurücklaufen und Kohle holen. Wir werden doch bestimmt irgendwo Kohle haben, oder? Oder war es die einzige Kohle? Mich nervt es jetzt gerade, dass wir eine Spitzhacke mit Haltbarkeit 3 haben. Damit kann ich noch weniger anfangen als mit Behutsamkeit. Endet zwar beides auf Kite, ist aber beides so unnötig. Juti, Kohle. Haben wir wahrscheinlich kein einziges bisschen mehr. Liegt alles im Ofen. Oder? Ja. Gut, dann schnappen wir uns hier irgendwo ein bisschen Kohle. Da reicht. So, ach Kohle. Machen uns Fackeln draus. Doppelfackeln am besten. Das sind so stehende Fackeln. Sind schon praktisch, ne? Aber leider bringst du die nicht so. Nein, die will ich nicht in meinem Keller platzieren. In meinem Keller stehen genug Fackeln. Und das ist einfach so das pure Survival-Haus. Das sieht nicht schön aus. Das ist einfach. Das erfüllt nur den Zweck, da drin zu überleben. Ich glaube, ich habe gerade Zweck gesagt. Ich wollte Zweck sagen, aber Swag. Es erfüllt einfach nur den Zweck, da drin zu leben. Mehr nicht. So, und dann ist der Part auch gleich schon vorbei. Wir sind nicht mal halb fertig mit der Mauer. So, ich muss hier einfach Licht machen. Kann ja nicht angehen, dass hier überall Leute in meiner Mauer stehen. So. Der Hauptcamperpunkt wird ausgeschaltet. Da werden die Skelette zwar nicht gerade viel Unterstützung liefern, aber ihr Hauptcamperpunkt muss einfach beleuchtet werden. Denn dann kann man sie sehen und ausschalten. Und wir haben nicht genug Fackeln. Verdammt. Wir haben immer noch viel Kohle. Das heißt, es ist nicht zu spät. Komm. Schieß den Creeper ab. Dann halt nicht. Inkompetentes Skelett. Bist ja fast so gut wie ich in irgendwelchen Shootern. Einfach nur scheiße. Also ich sollte echt keine Shooter-Spiele spielen. Niemals. Das ist einfach traurig. Wenn Leute denken, wenn ich Super Smash Bros. U spiele, ist traurig. Das ist schlimmer. Wo kommst du her? Du warst nicht mal in der Mauer drin. So. Schön. Das ist erstmal beleuchtet und um Verbesserungen können wir uns später noch kümmern. Jetzt erstmal nicht. Mach mal die Mauer noch fertig. Im nächsten Part gucken wir mal, was wir innerhalb der Mauer noch machen können. Doch erstmal fertig. Wird nicht mehr gemacht. Könnten hier noch irgendwas draufsetzen auf die Gitter, aber es sieht dann doof aus. Oder? Ich weiß ja nicht, ne? Könnten dann rein theoretisch noch so Half-Slabs draufsetzen. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht einfach. Einfach mal Looky Looky machen. Mehr kann man ja hier nicht tun. So, fast fertig. Fast fertig. Oh mein Gott. Die Mauer steht komplett mit Eisen. Mit Eisengittern auf jeden Fall. Jetzt kommt hier niemand mehr durch. Und wir bauen hier noch ganz schnell ein Tor, bevor wir das hier aufhören. So, 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 so. Die Frage ist bloß, können wir schöner machen, das Tor. Dann bauen wir mal kurz hier einen Weg hoch.
Brauchen wir nicht immer so ewig. Da. So. Viel besser. Viel, viel besser. Und hier haben wir auch keine Eisengitter. Mensch. Diese Unachtsamkeit. Wir sollten jetzt die 30-Minuten-Marke erreicht haben. Das heißt, der Part sollte langsam enden. In 30 Minuten kann man sich immer noch angucken. Im Gegensatz zu, keine Ahnung wie vielen. Gut, dann holen wir mal kurz ein paar Zäunchen. Zaun. Ist zwar keiner, weil ich Treppen wollte, aber Zaun. So, so, so. Dann hier noch so platzieren. Peng, peng. So. Perfektes Tor. Sieht doch gar nicht bescheuert aus oder so. Nein, das ist perfekt. So soll es sein. Machen wir mal mehr Zäune. Warum sage ich ständig Zäune? Wir wollen Treppen haben. Immer mehr Treppen. Oh ja, Treppen. Genau das brauchen wir jetzt. In solchen schweren Situationen brauchen wir Treppen. Das sieht verdammt bescheuert aus. Oder wird es das nicht? Wir werden sehen. Und zwar gleich. Seid gespannt. Und. Okay, sieht total bescheuert aus. Es sieht bescheuert aus. Dafür musste man zwar kein Experte sein, um das mitzubekommen. Aber es sieht bescheuert aus. So, dann bräuchten wir Half Slabs. Ganz gut. Half Slabs. Das reicht schon. Ich habe auch mittlerweile so ein bisschen das Prinzip verstanden, warum man zum Beispiel 6 Half Slabs bekommt. Denn man nimmt 3 Blöcke und halbiert die ja so gesehen. Und das sieht auch total komisch aus. Schon mysteriös. Bauen wir es einfach einen Block tiefer. Sieht dann bestimmt viel besser aus. Da noch. Nein, so nicht. So, so. Die Treppe macht's richtig. Müssen sie alle mal lernen. Ey. Alle einfach mal lernen, was sie tun sollen. Und nicht immer so denken, ich bin was Besonderes, ich stelle mich anders hin. Denn das hilft einfach nicht weiter. Das hilft einem nicht. Gut. Sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Lassen wir jetzt einfach mal so. Hier noch ein bisschen Dreck wegbauen. Sieht sonst doof aus. In unserem schön verschollenen Eingang. So. Wunderschön. Am besten wir bauen später noch irgendwie einen Weg dahin. Dann sieht es ein bisschen kompletter aus, sagen wir es so. Wo ich sagen muss, das Tor ist mir irgendwie etwas zu klein. Aber da müssten wir die ganze Mauer erhöhen und darauf habe ich keine Lust. Ich habe wirklich keine Lust, die ganze Mauer um einen Block zu erhöhen, bloß damit unser Tor ein bisschen schöner aussieht. Denn das wäre echt viel Arbeit. Vor allem, weil wir jetzt das ganze verdammte Eisengitter nochmal abbauen müssen. So. So, jetzt haben wir das erstmal. Und warum sage ich jetzt ständig so? Ist ja noch schlimmer als so. Und es wundert mich nicht, dass so eins der meistgesagten Wörter von YouTubern ist. Weil man kann es einfach so perfekt sagen, weil man mit irgendwas fertig geworden ist. Es ist so. So ein perfektes Wort. So. Schon wieder. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part. Jetzt haben wir schon mal die Mauer. Wir sind einen Schritt näher an der Hochsicherheitskeit. Hochsicherheitskeitigkeit. Irgendwie so. Das heißt, nicht mehr lange. Und dieses Gebäude ist uneinnehmbar. Haben zwar schon viele gesagt und wurde eingenommen, aber es ist einfach uneinnehmbar. Ne? Wir können ja so ein Flashback zu ein paar Kriegen machen, wo die behauptet haben, die wären uneinnehmbar und es trotzdem passiert. Aber das lassen wir mal lieber, weil Krieg ist nicht schön. Wir wollen nichts von Krieg wissen. Also höre ich jetzt einfach mal auf zu reden, ne? Also das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben zwar nur eine Mauer gebaut, aber trotzdem. Ich habe von dem Kompromiss geredet. Also kann mir niemand was vorwerfen. Muhaha. Ich bin ein gesetzloser Mann. Muhahaha. Und ein Typ, der es nicht hinbekommt, sein Video zu beenden. So einer bin ich auch. Geh pennen. Geh pennen. Geh pennen. Feiner Tmops, ne? Hast du fein gemacht? Jetzt kannst du auch wieder aufstehen. Oh, ganz feiner. Also dann würde ich mal sagen, was ist das für diesen Part? Im nächsten Part muss ich mal gucken, wie viele Enderperlen wir mittlerweile zusammen haben. Und ich sollte mir mal eine neue Brust machen. Aber nicht im nächsten Part, sondern gleich jetzt. Hättet ihr euch bestimmt gar nicht denken können, wenn ihr gesehen habt, was ich vorhab. Aber naja.
Das war's jetzt wirklich für diesen Part. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!